Liebe Freunde, hier ist euer Steinbein. Wir sind zurück bei unseren Kretern nach dem letzten großen illyrischen Krieg. Ein kleiner Stamm ist noch übrig geblieben, der interessant für uns ist. Allerdings fehlt uns Politikeinfluss, um jetzt hier noch einen Anspruch zu generieren. Und man muss dazu sagen, ja, der ist im Moment knapp, der Politikeinfluss. Ob man das jetzt für diese 4-5 Territorien machen will, steht auf einem anderen Blatt. Wir konzentrieren uns jetzt auf Sparta, denn dort besitzen wir schon einen Anspruch. Und wir müssen nur noch unsere Söldner positionieren und ein bisschen abwarten. Dann können wir auch dort losschlagen. Ich habe allerdings noch einige Kleinigkeiten gesehen, die hier dringend zu erledigen sind. Erstmal gibt es hier verhungernde Bewohner in Osinion, gar nicht weil hier Nahrung fehlt, sondern weil Platz fehlt. Überbevölkerung scheint das Problem zu sein. Hier sehen wir es. 0,32, und das können wir relativ leicht beheben, indem wir einfach hier Sklaven wegnehmen. Und es gibt einen ganz guten Ort, wo wir die 5 zum Beispiel hinbringen können, nämlich hier, dann haben wir 10, und wenn wir dann noch das richtige Gebäude haben, kriegen wir hier 2x Gemüse. Deswegen werde ich die aus dieser Provinz jetzt dorthin holen. Hier, Osinion, genau. 1, 2, 3, 4, 5. Damit sollte die Überbevölkerung erledigt sein. Wir haben hier 10 und werden diese Barbarensiedlung mal abreißen und stattdessen eine wunderbare Bauernsiedlung hier bauen. Soweit dazu. Erstes Problem gelöst. Ich habe mir nochmal genau die Geografie hier angeschaut, und hier gibt es ja solche Pässe über die Gebirge, und wir haben diesen Pass sehr schön geschützt mit einer Festung, und ich denke, wir sollten das mit diesem Pass auch tun und diese entweder dort oder dorthin bauen. Ich würde sogar sagen, wir können das ein bisschen vorgelagert machen und hier hinbauen. Auch hier werden wir die Stammessiedlung zerstören und dafür eben eine Festung dorthin bauen entsprechend. Wir müssen auch noch im Übrigen, aber wir haben keinen Politikeinfluss dafür, die Provinzhauptstädte hier ein bisschen verschieben. Dorthin, wo wir dann auch die Städte gegründet haben. Aber das müssen wir später dann machen. Und es gibt, wenn ich richtig das sehe, warte mal, der Pass ist geschützt durch diese Festung. Das ist okay. Und dann haben wir hier noch einen Bereich, hier sozusagen einen kleinen Nebenpass. Und insofern frage ich mich, ob Orbate nicht auch abgerissen werden sollte. Und dafür hier. Wo bauen wir gerade hier die Stadt? Ach, hier bauen wir die Stadt. Ja, gut, ich meinte, das schützt diese Stadt. Wir haben eigentlich das Geld. Hier müsste man eigentlich auch noch eine Festung setzen, einfach um diesen Pass hier mit zu schützen. Wobei, wenn die Regeln gut funktionieren, dann könnte jemand hier rumlaufen und hier durchlaufen. Nee, wir machen das. Wir bauen hier statt der Bauernsiedlung, die wir abreißen, bauen wir hier eine Festung und haben dann auch diesen Pass geschützt. Und eigentlich, naja, solange wir das Geld haben, lassen wir mal diese Festung noch dort. Ist ja in Ordnung. Gut, das wäre das. Dann müssen wir einen Titel vergeben. Wir haben hier einen 18-Jährigen mit Kriegskunst 7 für diese Aufgabe, Heliaklos Sigetasit. Der kann das machen. Es geht hier um die Armee Moral. Erfindungen werden wir uns jetzt nicht leisten können. Gut, dann warten wir mal auf die Truppen, auf die Söldner, dass sie eingeschifft werden können. Wir kriegen noch Handelsanfragen. Sehr schön. Erstmals werden wir Hanf exportieren, was den Schiffsschaden reduziert. Und Stein ist hier gefragt. Auch gut. So, unsere Söldnereinheiten sammeln sich dort. Auch hier erstmals Indigo. Ja, sehr schön. Das haben wir hier offenbar. Deurien. Kriegen wir auch einen schönen Exportbonus. Hier Zufriedenheit für die Stammesbewohner. Das ist auch nicht schlecht. Hatten wir die zweite Flotte nicht losgesendet? Ja, sie ist auch gleich da. Dann warten wir nochmal darauf. Sonst passt das nämlich nicht alles. Und schauen, Rom ruft uns zu den Waffen gegen Taulantien, Epirus, Korkyra und Samnium. Ah, wartet mal, das ist aber auf deren Seite. Da müssen wir auf jeden Fall mitziehen, das ist ganz klar. Sonst verlieren wir hier den wertvollen Partner. Das machen wir.
Das heißt, wir verlieren irgendwo eine Handelsroute. Aber wir sind jetzt auch im Krieg mit Korkyra. Und das heißt, theoretisch kann Korkyra hier auf unser Gebiet marschieren. Und das ist wiederum unschön. Das können wir nicht einfach so dulden. Das heißt, hier müssen wir irgendwie agieren. Wir werden unsere größte Armee im Gewaltmarsch... Nee, wir können sie einfach auf die Schiffe nehmen und dann unten absetzen. Das ist, glaube ich, die beste Lösung. Dann warten wir mal auf die Flotte. Was hat denn Korkyra zu bieten? 22 Kohorten. Und wie viel Geld? Einiges an Geld. Die können auch noch mehr rekrutieren. Nun ja. Wollen wir mal schauen. Wir holen erstmal unsere Söldner. Und dann lassen wir eine Armee hier. Ja, die marschieren tatsächlich direkt schon auf unser Gebiet. Frechheit. Aus der Richtung haben wir uns natürlich nicht verteidigt. So, die Schiffe werden bald da sein. Genau. Da werden wir erstmal die Flotte hier vereinigen. Dann diese Armeen hier mit auf die Schiffe nehmen. Alle Armeen, würde ich sagen. Genau. Und wir fahren dann wohin? Ja, jetzt wird natürlich unser Hafen direkt belagert. Dann würde ich sagen, fahren wir erstmal in diesen Hafen. Sind, glaube ich, unter dem Strich immer noch ein bisschen schneller. Allerdings sind natürlich auch hier römische Armeen direkt in der Nähe. Das ist natürlich praktisch. Wenn die jetzt diesen Krieg dort gleich führen, finde ich das ganz gut. So. Okay, auch hier ein neuer Bonus. Getreide exportieren wir bisher nicht. Das heißt, wir kriegen plus 5% Rekrutenreserve. Sehr schön. Thrakische Feindseligkeit. Es scheint, als wurden einige unserer Händler und Kaufleute überfallen und ermordet, als sie durch Lysimachia reisten. Dies ist nur die jüngste aus einer langen Liste von Beleidigungen von Thrakien. Unser Volk ist darüber erzürnt und fordert Entschädigung. Was ist denn da los? Das ist doch hier unser wichtiger potenzieller neuer Bündnispartner. Wie wollen wir Beziehungen mal hier verbessern? Ich denke, das sollten wir mal machen. Das sollten wir investieren. Gut, die Römer kommen. Oho, und hier kommen auch weitere Armeen des Gegners. Ja, jetzt die Frage, wollen wir diesen Kampf selber führen oder wollen wir die Römer diesen Kampf führen lassen? Ich meine, die sind hier mit 31.000 Mann. Das sollte eigentlich genügen, um hier aufzuräumen. Ich würde mal sagen, wir lassen mal eine unserer Armeen hier. Den Rest werden wir schon mal auf die Schiffe bringen. Die eine wird fürs Erste genügen, meines Erachtens. Nehmen wir die Schiffe und fahren erstmal hier nach Athen. Was wir als Nächstes bräuchten, ist hier einen Zugang, den wir im Moment nicht kriegen. Relativ knapp nicht kriegen. Müssen wir hier etwa auch nochmal Beziehungen verbessern. Das ist schon sehr wichtig, dass wir hier den Zugang bekommen. Fällt mir jetzt nichts Besseres ein. Wir hätten auch ein Geschenk geben können, fällt mir ein. So, und hier wird tatsächlich jetzt unsere Bergfestung belagert. Aber die Römer kommen. Die Römer kommen. Warum hat er jetzt die Truppen nicht mitgenommen? Was ist denn hier? Ist hier irgendwas schiefgegangen? Ich wollte die doch reinbringen. Ja, sie strömen in Scharen zu den Bannern. Ah, das ist schon die nächste Geschichte. Ist das der das schon mal hatte? Der ist General des zweiten Stratos. Ach du Schreck. Das heißt, wir bekommen nochmal 5.000. Das sind dann 30.000. Ja, langsam wird mir der Typ ein bisschen unheimlich. 61, aber 0,0 Loyalitätsveränderung. Das ist okay. Wir machen das. Soll er seine Truppen bekommen? 30.000 sind es jetzt schon. So, die Römer gehen jetzt in die Schlacht. Ich hoffe, dass sie das gewinnen. Und ich versuche hier nochmal, unsere Truppen auf die Schiffe zu bringen. Wisst ihr was? Ich vertraue hier völlig den Römern. Ich glaube nicht, dass sie das verlieren. Wir können uns, glaube ich, hier von diesem Schauplatz verabschieden. Wir kümmern uns jetzt hier um Sparta. Gemüse. Beobachten wir derweil mal ein bisschen jetzt dieses anstehende Gefecht.
Der Gegner zieht weg. Rom möchte handeln. Holz nehmen wir an. Und da kommt es zur ersten großen Schlacht, die durch Rom auch gewonnen wird. Sehr schön. Die nächste wird vermutlich gleich stattfinden. Das wird allerdings... Nein, es wird doch nicht knapper. Auch das wird von Rom gewonnen. Und sie ziehen sich allerdings zurück. Warum tun sie das dann? Ich hätte jetzt gehofft, dass sie unsere Besitztümer dort zurückerobern. Das verstehe ich nicht. Nein. Ah, sie müssen sich zurückziehen. Offenbar geht das irgendwie nicht anders. Sie marschieren aber auf jeden Fall zum Gegner und das ist das Entscheidende. Insofern agiert hier Rom. Ich glaube, die Entscheidung war richtig. Wir müssen uns dort nicht für Rom verkämpfen. Aber das ist natürlich durchaus eine Gefahr, dass Rom hier möglicherweise Fuß fasst. Ich sehe aber, sie haben hier möglicherweise größere Probleme in ihrem eigenen Gebiet, wenn ich das richtig sehe. Hier eine große samnische Armee. Taulantien ist ja auch aktiv. Der Kampf wird vermutlich nicht so einfach werden für Rom. Der Gegner hat hier ganz schön was zu bieten, aber ich denke, Rom hat auch einiges. Ich denke, wir brauchen uns keine Sorgen machen um Rom. So, unsere Truppen werden sich gleich verteilen hier. Ein Teil bleibt in Athen, die größere Armee hier, diese 25.000, die wird nach Theben marschieren. Und dann wollen wir mal gucken, ob die Provinz das aushalten kann von der Nahrung. Sieht ganz gut aus, plus zwei im Moment noch. Da kommen natürlich noch Einheiten hinzu, das muss man bedenken. Fisch aus Kreta. So, wir sind bei 20. Aggressive Expansion nur 0,25. Wir waren deutlich besser schon mal. Was ist hier? Ah, es gibt momentan keinen Verfall. Da wir der Angreifer im Krieg sind, könnte das möglicherweise ein Grund sein, dass der Basisverfall weg ist. Wir waren schon mal bei 0,35. Bin nicht ganz sicher, wieso das ist. Wir haben einen weiteren Forscher verloren. Den Militärforscher. Oh, das ist schlecht. Wir haben keine richtig guten Leute mehr. Hier die Stratoniden, die sind ein bisschen unterrepräsentiert, deswegen nehme ich ihn da mal rein, auch wenn er nicht wirklich talentiert für diese Aufgabe ist. Egal. Gut. Handel, Handel, Handel. Der Handel macht uns reich, Leute. Wie ist unsere Bilanz? Plus 29. Das ist sehr in Ordnung. Rekrutenreserve liegt inzwischen Maximum bei 210.000. Ja, ich denke, ich werde sie auch weiter ansteigen lassen, bevor wir eine neue Armee rekrutieren. Rom greift hier wieder an. Bisschen riskanter diesmal. Und Barbaren haben sich erhoben. Hier. Okay. So, und hier sollten wir doch jetzt durch diese Festung zumindest einigermaßen vorbereitet sein. Aber wir müssen irgendwas tun. Ich meine, wir haben eine Armee hier. Die können wir auch per Flotte dorthin bringen. Unsere Flotte ist im Moment hier. Die Frage ist jetzt... Nee, da ist sie. Ist es vielleicht doch mal sinnvoll, unsere Flotte zu zweiteilen, damit die einfach ein bisschen flexibler eingesetzt wird? Ich denke, ja. Wir werden aber vorher erstmal diese anderen Schiffe hier mitnehmen. Das liegt gewissermaßen auf dem Weg. Dann teilen wir sie und dann haben wir einen neuen Admiral, den wir natürlich auch finanzieren müssen. Aber auch das werden wir uns leisten können. Gut, ich meine, das sind sowieso total armselige Provinzen hier. Der Schaden ist gering. Vielleicht marschieren die auch in Richtung Tripolitanien weiter. Auch das ist denkbar, ne? Genau, unsere Festung erobert das zurück. Insofern überhaupt kein Schaden eigentlich. Und was haben wir hier? Diomedes, der Silberzungi. Die Silberzunge. Die silberne Zunge von Diomedes IV. Ist zur Legende geworden. Selbst der hartnäckigste Verhandlungspartner ist kein Gegner für seine ruhige, überzeugende Art. Er bekommt die Eigenschaft Silberzunge. Was bedeutet? Charisma plus 2. Und bei Herrschern Beziehung verbessern plus 25%. Das ist gut. Jetzt ist er wirklich nicht schlecht. So. Gut. Also, die haben das geplündert.
Aber wie gesagt, der Schaden ist sehr, sehr, sehr gering. Insofern, glaube ich, werden wir uns gar nicht groß darum kümmern, oder? Ich weiß gar nicht. Olympische Spiele. Der Forscher soll hin oder ein General? Schicken wir Sopolis los. Leider brauchen wir dann einen neuen Forscher für die zivilen Fragen. Okay. Gut, ich meinte, wir müssen diese Provinz irgendwie zurückerobern. Ich weiß gar nicht, was passiert, wenn das in Barbarenhand bleibt. Können wir da unsere leichte Kavallerie nicht hinschicken? Die sollte doch relativ schnell da sein. Das wäre doch mal eine Aufgabe. Unsere Flotte ist nämlich jetzt hier angekommen. Wir werden sie vereinigen und dann... Ich bleibe mal bei dem Plan, dass ich sie teile. Halbieren. Und dann haben wir merkwürdigerweise, schafft er dann immer ein zweites, erstes Nautikon. Deswegen benennen wir das um und wir suchen uns einen neuen Admiral. Schaut mal, was für schlechte Leute wir hier haben. Wir müssen tatsächlich jetzt einen Dreier nehmen für diese Aufgabe. Insofern frage ich mich, ob die Teilung wirklich eine gute Idee ist. Weil er... Oh Gott, er ist auch ein Vierer. Okay, alles klar. Ist es möglicherweise an der Zeit, eine neue Familie das nächste Mal zu integrieren? Einfach um ein bisschen mehr Potenzial zu bekommen? Ja, ich finde ja. Wenn wir zum Beispiel Sparta erobern, wäre das eigentlich ein schöner Moment, die Spartaner auf diese Art und Weise in unser Reich zu holen. Ich glaube, das ist eine ganz gute Idee. Das könnte ein guter Plan werden. So. Irgendein Charakter ist gestorben und wir sind wieder bei den Omen. Und tatsächlich werde ich erneut Segen des Zeus nehmen. Einfach weil die aggressive Expansion unser größtes Problem ist. So, hier haben wir eine Armee, die wird noch wachsen auf. Wie viele Kohorten? Warte mal. 38. Hier haben wir einmal eine Armee mit 26 und einmal zweimal mit 26. Also hier haben wir 52.000. Ein bisschen Zeit brauchen wir hier noch. Gut, Fisch aus Megara. Und Megara, da wollen wir doch jetzt bitte mal den Militärzugang haben. Ja. Okay. Das heißt, wir können hier im Falle eines Falles durchmarschieren. Wären wir denn jetzt kriegsbereit eigentlich? Ja, Argos ist mit Troizien, Epidauros, Stymphalien. Wir können Thrakien und Rom mit in den Krieg holen. Wobei ich bezweifle, dass sie uns da helfen können. Rom hat im Moment selber genug zu tun, das werden wir mal nicht machen. Aber Rom scheint irgendwie klar zu kommen. Ja, also lassen wir das. Ja, ist der Moment jetzt schon gekommen mit 18,7 aggressiver Expansion? Ja, ich denke ja. Der Krieg wird sich ein bisschen hinziehen, weil wir das ganz langsam angehen lassen. Wir werden wirklich jetzt hier nur Festung für Festung erobern. Und dann quasi einfach auf die Gegenwehr warten, mit unseren Truppen reinziehen, jeweils Schlachten schlagen, hoffentlich gewinnen, dann wieder rausziehen, ein bisschen erholen und Stück für Stück so vorangehen. Ich denke, das ist der Weg, den wir gehen werden. Und weil das so ist, ist jetzt, glaube ich, auch der Moment gekommen, wo wir mal unseren Flottenunterhalt erhöhen. Und dann bringen wir mal unsere Flotten in Stellung, die wir allerdings teilweise noch ein bisschen aufteilen müssen. Aber wir bringen mal den Teil der Flotte dorthin und den, ja, hier nach Korinth. Wo ist denn die stärkste Flotte hier noch? Die haben immerhin 10 Schiffe. Ja, dann bringen wir einen Teil dorthin. So. Alles klar. Und was müssen wir noch? Hier ist gar kein Hafen. Hier ist noch ein Hafen. Das heißt, ah doch, hier ist auch ein Hafen. Also wir müssen, eigentlich können wir unsere Flotten 4 teilen. Klingt jetzt ein bisschen martialisch. Also 4 Flotten haben, wollte ich damit sagen.
Für diesen Zweck zumindest. Das machen wir jetzt auch. Wir werden die nochmal halbieren. Und diese Hälfte schicken wir dann hier hin. Und dann halbieren wir die nochmal. Und diese Hälfte schicken wir hier hin. Und dann sind wir komplett gut vorbereitet. Und können dann eigentlich den Krieg erklären. Da haben wir ja schon die Flotte von Sparta. Was haben wir denn hier? Oh, ein Söldnergeneral ist gestorben. Eieiei, das ist hier unser legendärer Mann, glaube ich, gewesen. Ne? Hatte der nicht 14? War der das? Wir müssen unsere Söldner uns nochmal angucken, wie es jetzt nämlich aussieht. Der hat, ist ein Achter. Das ist nämlich nicht mehr so gut. Das ist ein das ist unser legendärer Mann. 14. Und die, das ist ein 13er. Auch nicht schlecht. Okay, gut. Also hier ist die Flotte der Spartaner. Wir wollten uns eigentlich hier positionieren, aber wenn die Flotte hier ist, werden wir uns dorthin stellen. Warten wir noch mal ein bisschen ab, dass die Moral ein bisschen höher ist. Nicht, dass wir dann doch noch Verluste bekommen. Und was haben wir hier auf frischer Tat ertappt? Als Lysippos Heketasit vor den versammelten Hof getragen wird, ist er ein trauriger Anblick. Welche Funktion hat er? Er ist Trophäus. Und Rival unserer Gemahlin. Er wurde mit einer Pike in Hand gefunden und soll dazu bereit gewesen sein, Theodotus und Machit in einem brutalen Akt der Gewalt niederzustrecken. Das ist unser General, der dritten Stratos. Zum Glück gab es einige Anwesende, die schnell genug waren, um diese schreckliche Tat zu verhindern. Okay, wir müssen urteilen. Wir können nicht vorschnell handeln, heißt, wir verlieren Stabilität. Und damit entscheiden wir uns gegen den General und für den Trophäus oder wir sperren ihn ein. Wir sperren ihn ein, würde ich sagen. Die Olympiade ist beendet und gewonnen hat schon wieder jemand von Patrei. Immerhin bringt es erneut Beliebtheit und wir brauchen einen neuen Trophäus. Hier sind wir ein bisschen talentierter und wir konnten diesen Leosthenit nehmen. Das ist, glaube ich, die Familie besteht nur aus ihm. Aber wenn er talentiert ist, warum auch nicht? Gut. Sind die Flotten in Stellung? Nein, sind sie noch nicht. Die Moral, würde ich sagen, ist jetzt so weit, dass wir es akzeptieren können. Die Truppenstärken auch. Im Zweifel können wir ja Verstärkung aus Kreta bringen. Das ist kein Problem. Die Kavallerie ist jetzt hier auf dem Marsch. Ich glaube, die sollte... Ha, und die Barbaren ziehen jetzt hier hoch, tatsächlich. Ich glaube, die sollten kein Problem jetzt bekommen. 1% Zermürbung ist immer in der Wüste, aber der Rest sollte dann versorgt werden, weil trotz Wüste ist hier die Provinznahrung ganz in Ordnung, zumindest für 5 Reiter. Liebe Leute, wir sind am Beginn eines neuen Krieges, und zwar gegen Sparta, mit dem Ziel, dieses spartanische Gebiet, aber auch diese ganzen Stadtstaaten hier in unser Reich einzuverleiben und damit einen großen Schritt voranzumachen, hier als griechische, in Richtung einer griechischen Supermacht. Bis zum nächsten Mal, macht's gut, euer Steinballen.